Nach dieser missglückten Schauspielerei folgt schnell ein Szenenwechsel. Gewissermaßen zwischen zwei Zügen überrascht der Bahnhofsgaststättenkellner Herricht den Bahnhofsvorsteher Preil mit der Mitteilung, er habe sich der hehren Dichtkunst verschrieben. Preil ist natürlich erstaunt und fragt: Und was ist das? Das ist was Schönes. Und für den, der Hunger hat, eine Bockwurst mit Salat. Nicht gut? Ich habe auch bessere Gedichte da. Haben Sie auch bessere? Ja, warten Sie mal. Wo? Wieso machen Sie Gedichte? Ach, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt. Nein. Na hier, gucken Sie mal, wenn ich da ein bisschen Pause habe und Sie haben alle Leute wegfahren lassen, dann mache ich Gedichte. Dann machen Sie Gedichte? Dann mache ich Gedichte. Na gut. Ja, ich habe jetzt vorhin wieder einige geworfen, gemacht. Ja. Und da ist hier zum Beispiel mir ein sehr gutes gelungen. Aha. So, ein sehr gutes. Ja. Sagen Sie, verlegen Sie auch Ihre Gedichte? Ob ich die schon mal verlegt habe? Ja, zweimal, aber immer wieder gefunden. Nein! Aber, ich meine, ob Sie sie einem Verlag angeboten haben. Ja, aber die müssen verzogen sein. Wieso? Es kommt immer zurück. Na, also gut, pass auf, ich lese Ihnen das. Hier ist ein schönes. Bitte sehr, tragen Sie es mal vor. Ja. Wie heißt es? Sie müssen schön ruhig sein, ja? Ja, ich sag ja nichts. Die Ziege. Bitte? Entschuldigung. Die Ziege. Bitte? Ach, na ja, mein Gott, noch mal. Aber ich kann das nicht. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich sag nichts mehr, bitte. Die Ziege. Na? Na, nichts! Na ja, gar nichts. Eine Ziege stand einsam auf einem Feld und blickte traurig in die Welt. Sie rief eine zweite Ziege dann herbei und gründete eine Ziegelei. Das finden Sie also gut? Ja, ich find's rührend. Rührend, ja? Ja, schon bessere Gedichte gehört. Ja, aber nicht von mir. Ja, das glaube ich auch. Also, weiter. Wieso weiter? Ich habe noch ein gutes. Noch eins? Ja. Na los, ich lausche. Jawohl. Wie heißt es? Der Lauscher. Was? Der Teppich. Was? Nee, der Läufer. Warte mal. Der Rollschuhläufer. Na so, also. Also bitte. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. 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 Nein, Ruh. Also entschuldige, das müssen Sie mir schon gestatten, das ist dichterische Freiheit, ja? So. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. Am Montag lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. Am Dienstag lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. Am Mittwoch lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Herr Preil. Was denn? Sie gucken hier mit rein. Ach Quatsch, wir gucken mit rein. Das stimmte. Weiter. Weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. Am Donnerstag, da lief er voller Lust die Straße lang mit stolzer Brust. Nein. Nein? Wieso nein? Donnerstag lief er gar nicht. Warum denn nicht? Lach im Bett, hatte sich erkältet. Schön, gut, dann lief er eben am Freitag. Auch nicht. Na, wieso denn er nicht? Er war zwei Tage krank. Aha, weiter. Ist er wieder furchtbar heute mit Na ja, bitte sehr. Alberne Gedichte hier. Es geht weiter. Ein Rollschuhläufer, der lief froh die Straße lang ohne Rast und Ruh. Am Samstag hört er einen Marsch und bums, da lag er... Was? Die Zeile fehlt mir noch, da bin ich noch nicht... Naja, die eine Zeile wird Ihnen ja wohl noch einfallen, nicht? Ja, hab schon. Na also bitte. Am Samstag hört er einen Marsch und bums, da lag er auf dem Bauch. Was? Das reimt sich doch gar nicht. Kann's nicht ändern, der ist verkehrt gefallen. Was soll das denn?